Hallo, es geht weiter mit Mario für echte The Green Stars. Heute kommen wir zur letzten Welt erneut und diesmal hoffentlich können wir diese Welt heute mal abschließen. Es geht jetzt darum, dass wir die den Secret Stern holen müssen, wofür wir Checkpoints aktivieren müssen. Die Frage ist aber jetzt, inwiefern erreichen wir diese Secret Points, generell in den Checkpoint. Nun, anscheinend komme ich auf diese Insel durch stupides Hinspringen hin. Immerhin, das kriege ich schon mal hin. Und hier ist nicht einmal ein dämlicher Checkpoint. Nicht ein einziger. Wow. Wow. Einfach irgendwo auf der Insel versteckt und ich soll mich jetzt auch noch dahin schießen. Na, vielen Dank. Ich werde mit Sicherheit hier sterben. Oh, hat keiner kommen sehen. Es war ja wirklich unheimlich komisch, dass ich gerade eben hier gestorben bin, ne? Zur Erinnerung, ich bin unter Safe States, weil ich keinen Bock habe, ständig zum Level hinzulaufen. Hat ja keiner kommen gesehen, dass ich einfach sterben würde. Nein, niemand. Dieses letzte Level sah am Anfang so schön aus, hat auch ein paar interessante Sterne gehabt, aber das ist einfach nur noch schlecht jetzt. Ich hasse es, mich von Insel zu schießen. Ach, ich sterbe ja schon wieder. Was ein Jammer aber auch. Warum ich gestorben bin, ich weiß es nicht. Vielleicht, weil ich mich durch die Gegend schießen muss, ohne irgendwelche Anhaltspunkte, wie ich mich schießen muss, in welchem Winkel. Meine Güte. Nee. Ich mache selbst jetzt. Ich sehe keinen Grund, warum ich mir jetzt es antun müsste, mich ständig von Insel zu schießen, mit der Hoffnung, dass ich mal nicht sterbe. Denn ich bin schon wieder gestorben. Ich sehe keinen Grund, jetzt hier ewig rum zu experimentieren. Ich mache das jetzt mit Selbstzeit einfach. Oh Gott, was ist das? Ja, ich sehe keinen Grund daran, das jetzt so zu machen. Also diese letzte Welt enttäuscht mich gerade wirklich sehr. Ah, hier ist der, ja, okay, hier ist der Checkpoint. Nee, das muss ich halt wirklich sagen. Die letzte Welt enttäuscht mich gerade sehr, was Barbs und Kanonen angeht. In der Welt waren ein Haufen Kanonen. Und keine von ihnen konnte ich leiden. Keine. Weil sie alles einfach nur pures Glücks durch die Gegend schießen sind. Es kann zwar sein, dass der Hersteller beabsichtigt, dass man seinen Hack mit Safe States durchspielt. Aber da das im ganzen Deck bisher noch nicht nötig war, ist es sehr merkwürdig, dass auf einmal nötig ist, Safe States zu benutzen. Also, nee, ich finde es nicht in Ordnung. Oh, ich werde ja sterben. Ja. Sterbe ich so auch noch? Nee, nicht ganz. So sterbe ich vielleicht nicht mehr. Ja, so überlebe ich, okay. Und Checkpoint ist nicht da. Ah doch, da ist er. Die kann man aber auch ganz leicht verfehlen. So, wo muss ich jetzt hin? Hier sind nur vier Inseln. Ja, hier sind zufälligerweise wirklich nur vier Inseln. Muss ich jetzt zurück auf die da? Eventuell. Oh, das war wohl nicht weit genug. Ah, das ist nur Lucky, du, ich darf schon, was ist denn das für eine Wolke, die da unten rumschwebt? Das reicht auch nicht. Das reicht auch nicht. Reicht das vielleicht? Ne. Das sollte jetzt von dem mal, na, auch nicht. Wenn das jetzt nicht reicht, werde ich böse. Das reicht aber auch nicht. Komm. Wehe, du reist nicht. Okay, hat gereicht. Ja, warte, gibt es dann auf dieser Insel noch einen Checkpoint? Natürlich gibt es da noch einen Checkpoint, war ja klar. Also, ich will gerade keine großen Worte bei diesem Stand verlieren. Ich mag ihn nicht. Ich halte ihn für sehr schwachsinnig, weil es einfach nur Versuch, Trial and Error ist. Und es ist nicht schwierig, sondern einfach nur dämlich.
Mehr werde ich jetzt einfach nicht sagen. Also gut, nächster Stern dieser Welt. Mal schauen, was wir jetzt finden. Die roten Münzen. Safe State, damit ich für den Fall, dass ich sterbe, wieder starten kann hier und nicht zu den Leveln laufen muss. Okay, wird Zeit für roten Münzen und vor allem auch 100 Münzen. Ich hoffe, dass ich hierfür keine Safe States benutzen muss, aber ich schätze, dass das jetzt bei diesem Stern nicht mehr nötig sein wird. Ich hoffe, ich werde sehr wahrscheinlich keine Kanonen bedienen müssen in dieser Mission. Und für den Fall, dass ich es doch muss, dann werde ich einen Safe State setzen. Ne, werde ich schon nicht müssen, also insofern. Ich werde mich von Kanonen fernhalten jetzt einfach. Auf jeden Fall kommt mal zuerst das Schwierigste, und zwar der gelbe Block hier, der nicht ständig falsch einschätze von der Weite her. Den muss man machen, bevor ich alles habe, ansonsten sterbe ich am Ende, wenn ich viel habe bei diesem Block. Wäre nicht sehr schön. Okay, okay, wie viele Münzen haben wir jetzt? Eine rote Münze, oh, das ist viel. Hoffentlich kriegen wir bald den nächsten noch. Wäre schön. Das Level ist groß, insofern kann dieser Stern doch eine gewisse Länge haben. Und der Kerl ist tot. Schön, dass ich dich töten konnte, ohne zu sterben. Es ist ein Mario 64 halt so, wie es in der Wildnis ist. Fressen oder gefressen werden. In diesem Fall halt töten oder getötet werden. Wusstet ihr schon, dass Menschen sterben, wenn sie getötet werden? Ich wusste das ja nicht. Bis ich Mario 64 gespielt habe. Dieses Spiel hat meine Augen geöffnet. Es hat mir die Realität gezeigt, so wie sie auch ist. Kein anderes Spiel hat das hinbekommen. Nicht mal auf Call of Duty. Weil man ständig respawned ist. Da gab es nicht sowas wie Game Over. Halt, warte, ich habe noch nie Call of Duty gespielt. Falscher Film. Egal. Also gut, ist hier irgendwas? Rote Münze vielleicht? Nein, hier ist nichts. Okay. Da ist ein Sniffet, die Sniper. Ich bin immer der Meinung, dass Nintendo den Kerlen den Namen Sniff... Was? Wie? Ach. Komm. Das war einfach nur saudämlich, ehrlich. Ich bin ja der Meinung, Nintendo hat den Kerlen den Namen Sniffel gegeben, weil sie mit dem Snee an Sniper erinnern wollten. Das würde auch definitiv Sinn ergeben, denn sie agieren wie Sniper und töten jeden, der ihnen in den Weg kommt. Besonders wenn man in der Luft ist, auf irgendwelchen Aufzügen. Aber wollen wir das fürs Erste vergessen. Genauso wie wir vergessen werden fürs Erste, dass ich gerade eben von einer Wand getötet worden bin. Das hatten wir doch schon mal irgendwo gehabt, ne? Ich möchte es aber nicht darauf verweisen, wo. Das kann man selbst herausfinden, wenn man das möchte. Du da, seh mich und fürchte mich. Yep, der hat mich gefürchtet, er ist sogar tot. Seht ihr, wie Angst Menschen tötet, das hat man schon oft in der Geschichte der Menschheit erlebt. Also insofern lasst euch nicht verängstigen, denn Angst ist euer größter Feind. Das ist wirklich so. Wenn man keine Angst hat, kann man die Sache viel einfacher bestehen, als wenn man Angst hat. Angst ist ein großer Gegner, den es zu bezwingen gilt. Gut, dass Mario keine Angst hat vor Sprüngen. Wäre irgendwie schlecht, wenn Mario davor Angst hätte, über diese riesigen Abgründe zu springen. Das muss man sich mal vorstellen, wenn man selbst Mario wäre. Man kann vielleicht so gut springen wie Mario dann und halt über alles hinweg springen. Selbst wenn man das könnte. Stellt euch vor, ihr müsstet wirklich über diese Abgründe springen. Also, ich hätte meine Bedenken dabei. Ich würde nicht freiwillig über solche Abgründe springen, selbst wenn ich weiß, dass ich es könnte. Weil da ständig die Möglichkeit dazu bestehen könnte, dass da eine unsichtbare Wand ist. Aber hey, lassen wir diese Option mal gerade außer Acht. Das würde trotzdem keiner freiwillig tun wollen. Es erfordert schon Mut, über so einen Abgrund zu springen. Ich meine, wenn euer Leben im Grunde davon abhängt. Lasst euch einfach mal gerade durch den Kopf gehen. Wer würde so waghalsig sein wie Mario in diesem Spiel? Wer würde gerne Mario in Super Mario 74 Extreme Edition ersetzen? Wer würde das gerne tun? Macht bestimmt viel Spaß. Kann ich mir vorstellen. Macht sicherlich sehr viel Spaß, also das kann ich versichern. So, habe ich alle Münzen, die es hier zu holen gibt, oder gibt es da noch irgendwo eine Münze, die ich noch nicht habe? Eine rote Münze könnte ich mir vorstellen, dass ich die hier noch vermisse. Wobei, nee, es scheint alles zu haben. Da ist noch eine normale Münze. Dann ist hier dieser Ort, wo ich einen Waldsprung machen muss, der eventuell tödlich ausgeht. Und da haben wir noch einen Lucky Two. Der gibt mir auch nochmal 5 Münzen. Ja, ich habe auch alle bekommen. Und wir haben fast 100 Münzen, wenn mich diese Gumba nicht töten wird. Nee, tut er auch nicht.
Überraschend, wie viel Münzen es in diesem Level schon wieder gibt. Mehr als genug auf jeden Fall. Mehr Münzen als genug. Yep, viel mehr Münzen als genug, kann man so sagen. Ich habe keine Ahnung, wie ich da jetzt wieder runterkomme, weil ich die Röhre nicht gesehen habe, aber egal, ich gehe so runter. Das zieht mir nur die Hälfte meiner KP ab, damit kann ich leben. So, wo muss ich jetzt hin? Hier darf ich wiederum jetzt nicht so unvorsichtig durch die Gegend springen, weil hier könnte ich ausnahmsweise sogar mal sterben. Und so muss ich aufpassen. Also gut, wir haben schon ein paar rote Münzen. Wir haben sehr viele normale Münzen. Der 100 Bestand ist gleich unser. Und zwar jetzt sogar schon. Jupp, also das Level war sehr münzenfreudig. Jetzt geht's noch an die roten Münzen. Komm mal her, Gumba, warum töte ich dich eigentlich noch? Ich brauche deine Münze überhaupt nicht mehr. Ich habe schon 100. Oh Gott, da ist eine rote Münze drin. Yay. Es wundert mich immer noch, dass in diesem Palast nichts drin ist. Also nicht, kein Stern, gar nichts. Das wundert mich immer noch. So, hier ist nichts drin, außer eine Münze. Na, drei Münzen, okay. Entschuldigung für die missverständliche Aussage. Hier ist noch eine rote Münze. Das ist aber auch nur die fünfte. Weiter oben wird es sehr wahrscheinlich keine rote Münze mehr geben, würde ich mal sagen. Oder gibt es da noch eine rote Münze? Ich hab's ja nicht beim Kopf drin. Ich schaue mich gerade mal da oben, aber... Ne, das wäre auch irgendwie vielleicht wiederum... Na, wobei, ne, es wäre nicht so schwierig. Das hätte ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, sogar gut gefunden, wenn da noch eine rote Münze oben gewesen wäre. Ich bin ganz ehrlich, also ich glaube, das hätte ich sogar gut gefunden. Was? Wieso? Was? Komm! An was ich hier damit abpralle und sterbe? Was soll das? Nein, ernsthaft, was soll das? An was ich hier dauernd abpralle und sterbe? Das ist ja schon wieder fast schwachsinnig. Oh, das regt mich gerade auf. An was ich hier sterbe? Das ist ja schon im Grunde unfair. Hier hinten war nicht mal was. Ich hatte nur gedacht, dass da hinten vielleicht noch eine rote Münze sein könnte. Aber da hinten war nicht mal was. Bah, ey. Solche komischen Schrägen an der Wand regen mich gerade auf. Ich hatte den roten Münzstein im Grunde sogar schon in der Tasche, weil das, was hier kam, nicht mehr schwierig sein würde. Oh, Mann. Regt mich das gerade auf. Ah, warte, ich muss mich mit einer Kanone hier wieder wegschießen. Ich habe ja ein schlechtes Gefühl dabei. Ne, ich habe es überlebt, okay. Gut, mit der Kanone kann ich leben. Das war ziemlich einfach, sich dahin zu navigieren, aber trotzdem. Das mit der Kanone gerade war... Da war eine unabsichtliche unsichtbare Wand. Das mit der Kanone gerade eben war... Naja, ich sag mal so, es war waghalsig. Also... Wenn die Kanone schlecht platziert gewesen wäre, wieder, dann wäre ich nicht sehr erfreut darüber gewesen. Aber insofern, dass die Kanone wiederum teilweise nett war, sage ich mal, ist es okay gewesen. Also da, ja, damit kann man leben. Und rutsch, Mario. Rutsch, weil da eine kleine Schräge ist an dem Busch da. So, die rote Münze ist ein, zwei da oben. Der Lucky Du hält mich davon ab, sie zu bekommen. Dankeschön. Jetzt holen wir die letzten drei roten Münzen. Ich hoffe, dass ich diesmal nicht wieder ran sterben werde. An irgendwelchen dämlichen Kanten, wo ich abpralle und dann runterfalle. Wehe, das geschieht jetzt schon wieder. Es würde mich am allerwenigsten erfreuen. Ich würde es im Grunde verabscheuen. Ach warte, hier oben ist keine rote Münze. Ich hätte gedacht, da wäre eine gewesen. Na gut, da war nur der rosa Block rum. Okay, der gelbe Block. Ich hab's geschafft, okay. Ich bin drin, jetzt werde ich einen Stern bekommen. Nach dem gelben Block, den man nie genau einschätzen kann, ist alles gerettet. Danach kann nichts mehr passieren. Es gefällt mir nebenbei nach wie vor nicht, dass ich so knapp am Rand vorbeilaufen muss, an ständigen Ecken, wo ich abprallen könnte und wieder runterfallen könnte. Das gefällt mir aber nicht. Ich habe Respekt vor diesen Ecken, neuerdings. Naja, nur wegen dieser Folge jetzt eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Ecken, ey. Wie oft ich heute schon an euch gestorben bin. Da, an dieser Ecke.
aufgepasst vor der bösen Ecke. Und Stern. Ah, doch nicht Stern. Hä, wo, was, mir fehlt noch eine rote Münze. Wo ist denn die? Ist die noch weiter oben oder was? Anscheinend habe ich weiter oben noch eine Münze, die ich noch nicht geholt habe. War hier noch eine rote Münze? Ich glaube, ich habe ich irgendwo eine rote Münze vergessen? Scheint mir gerade so. Ich glaube nicht, dass es hier noch eine rote Münze gab. Ich scheine tatsächlich eine rote Münze irgendwo vergessen zu haben. Ja, habe ich. Wow. Hä, wo? Rote Münze? Wo habe ich dich vergessen? Wo habe ich die rote Münze vergessen? Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Wow! Ich dachte, es würde reichen. Ich hatte gedacht, es würde reichen, einfach weiter zu springen, aber nee, natürlich sterbe ich hier schon wieder. Ich habe eh eine rote Münze übersehen. Was weiß ich, wo die war. Ich habe sie übersehen und hätte sie eh nicht mehr suchen müssen. Kann ich eh gleich nochmal neu anfangen bei dem Level. Ändert nicht viel. So, da rein. Das letzte Level sah am Anfang so schön aus, aber hat sich am Ende nochmal in ein schreckliches Level verwandelt. Im Grunde eigentlich nur was den Secret-Stern angeht, in den Einstieg, wo ich mich da mit der Kanone in den Stern reinschießen musste. Das waren die einzigsten Sachen, wo ich sagen muss, nee, das war schlicht. Zur Hälfte ist das Level da wiederum eigentlich doch ganz nett, muss man schon sagen. Also, wenn ich nicht dauernd bei den Kanten so abprallen würde, wie ich es gerade eben tue und dadurch sterbe, würde ich das Level auch mögen. Aber dadurch, dass ich dauernd getötet werde, weil ich irgendwie an den Wänden ständig abpralle, dann, ja, ja, das ist schrecklich aber nur. Das ist so eine Sache, die mich nervt und, naja, nicht begeistert. Also gut. Rote Münzen, wo habe ich die vergessen gerade eben? Ich bin nicht wegen der roten Münze gestorben, das war mein eigener Fehler. Immerhin war ich derjenige, der den schlechten Winkel gehabt hat beim Abspringen. Ich meine, ich bin in meinen eigenen Tod gesprungen, warum mache ich sowas? Warum tue ich das? Ich weiß es nicht. Schon wieder, das hätte schon wieder mein Tod sein können, aber na gut, okay, ich lebe noch. Okay, da hoch. Da hinten ist eine rote Münze. Habe ich die beim letzten Mal aufgesammelt? Ich glaube schon. Ja doch, die habe ich aufgesammelt. Es ist trotzdem die Frage, wo habe ich eine rote Münze vergessen? Ich kann mich daran erinnern, dass ich das beim letzten Mal irgendwie... Ne, warte. Ist da oben vielleicht noch eine rote Münze? Ich hoffe ja nicht. Schade, so sehe ich es nicht. Okay, 5 Stück. Gehen wir das Ganze doch einfach nochmal im Kopf durch. Wenn ich jetzt darüber gehe und mich jetzt wieder irgendwie schieße, das hoffentlich klappt so. Wenn ich jetzt wieder darüber gehe, bekomme ich eine rote Münze bei der Rakete. Also da halt, ja, bei der Rakete eben. Das ist schon richtig, wie ich das sage. Dann gibt es eine weitere rote Münze auf diesem Blockhaufen. Und das wären 7. Aber wo ist die 8. jetzt? Kann es sein, dass ich die 8. rote Münze noch gar nicht gefunden habe im allgemeinen Level bisher? Das vermute ich nämlich gerade, weil ich noch gar nicht weiß, wo die sein könnte. Oh, da hat man schon gemacht. Sehr schick. Ah, weg da. Nee, ich sehe es leider auch nicht von hier. Schade eigentlich. Wenn das Level nicht so groß wäre, könnte ich die roten Münzen eventuell schon von weitem sehen, aber das Level ist halt groß. So, 7. Und wenn wir jetzt weiter höher gehen, werden wir keine 8. rote Münze finden, insofern müssen wir von hier weggehen, da es nichts bringt, hier rumzulaufen. Am Ende sterbe ich nur deswegen wieder, weil ich hier bin. Also, wo könnte jetzt die 8. rote Münze sein? Nicht zu weit, du stirbst nur, Mario. Erzähl mir nicht, die 8. rote Münze ist da hinten auf diesen komischen
Ich brauche viel Glück, um durchzukommen. Inseln, die fliegen. Ich hoffe doch nicht. Irgendwo muss aber die 8 rote Münze noch sein. Aber wo? Warte, hier unten drin? Irgendwo hier unten in diesem Wassergraben? Nee, hier war nur ein Goomba, der mich angreift. Es ist wieder wunderschön, wie ich keine Ahnung habe, wo ich jetzt meine letzte rote Münze finde. Ich hätte zwar eine ungefähre Ahnung, wo sie noch sein könnte, aber... Ich hoffe es halt nicht. Es kann natürlich sein, dass die rote Münze, die ich noch suche, jetzt da oben auf dem Turm irgendwo noch eine ist. Die Sache ist nur die, wenn da wirklich noch eine wäre, wäre das sehr schlecht für mich. Aber ist da noch eine? Ich weiß nicht. Wo könnte noch eine sein? Es ist ja rein theoretisch die letzte Option, die ich habe. Ich muss da nachschauen. Also gut, schauen wir da oben nach. Okay. Oh Gott, nicht umbringen. Du willst leben, Ma? Oh nein. So willst du leben. Es ist ein Wunder. Ich lebe noch. Das hier will mir nicht gefallen. Ich lebe noch, juhu. Wie lange noch? Okay. Jetzt muss ich aufpassen. Er hat sich festgehalten. Okay, und hier ist nichts. Grandios. Ich dachte, hier wäre noch eine rote Münze. Und wo ist die letzte rote Münze jetzt? Ich habe sie irgendwie übersehen. Also gut, dann ich brauche einen guten Überblick über das gesamte Level. Rote Münze. Wie komme ich eigentlich da hoch? Na egal. Habe ich irgendwo eine Röhre übersehen oder sowas? Eine Röhre übersehen? Ich glaube nicht, nein. Da bin ich lang gesprungen. Da unten ist dieser komische Wassergraben, der leer ist, und die Festung, wo man auch schon drin war für die roten Münzen. Da hinten war auch keine rote Münze mehr, auf dem Ding ist auch keine rote Münze. Da ist auch keine, soweit ich das weiß. Ich habe gerade wirklich keine Ahnung, wo die letzte rote Münze ist. Wo könnte denn die letzte rote Münze sein? Hm. Ich muss ja erstmal schauen, wie ich überhaupt hier jetzt wieder runterkomme. Ja, das scheint zu funktionieren soweit. Okay, noch ein bisschen runter. Und ich sollte leben, meine Güte. Gott sei Dank kann man hier zurückspringen. Oh, klappt das? Nee. Natürlich klappt das nicht. Mir fehlt eine rote Münze. Ich habe nur leider überhaupt keine Ahnung, wo die sein könnte. Dass wieder so viel Zeit braucht, diese letzte eine rote Münze zu finden. Ich hänge ja schon wieder nur an einer einzigen Stern herum. Was habe ich in dieser Folge überhaupt schon erreicht? Nichts. Wunderbar. Immer schön. Dieses letzte Level ist wirklich nicht schwer. Es gibt aber nur ein paar dämliche Sterne. Und eben dann halt noch diese komischen versteckten roten Münzen, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, wo die letzten Münzen sind. Es gibt doch nur hier in diesem Palast eine rote Münze, und zwar die, die da hinten in der Ecke rumhängt. Mehr rote Münzen gibt es hier doch gar nicht. Ja, das scheint auch richtig zu sein. Dann geht es weiter darum, wieder nicht mehr rote Münzen an dieser, in dieser Gegend vom Level. Außer noch da oben eine einzige weitere, und zwar die, wo wir jetzt da oben finden. Und zwar
Wenn er mal, Dankeschön, dahin gehen würde, die hier. Mehr rote Münzen gibt's doch gar nicht an dieser Stelle, in diesem Level. Oder gibt's hier noch mehr rote Münzen? Zur Sicherheit halber schauen wir das jetzt nach. Weil ich muss auch irgendwann mal fertig werden mit diesem Level. Nee, hier scheint es nicht mehr zu geben. Bei diesem einen Warp wird es ebenfalls nicht sein, weil es da nicht ist. Jupp, da ist keine Münze. Das hätte ich von Anfang an noch sagen können. Ich wusste es ja im Grunde also. Also gut, und wenn ich dann jetzt hier hingehe, hier hochspringe, mit die... Ah ne, warte, hier ist keine rote Münze. Mir diese rote Münze hole. Habe ich vier. Da hinten auf diesem Turm gibt es ebenfalls keine rote Münze. Es gibt nur... Nur die eine rote Münze, die da unten in diesem Loch hängt und wo man dann mit einer Kanone zurückkommt. Mehr rote Münzen gibt es dort nicht. Das heißt, ich hole mir diese Münze und schieße mich wieder zurück. Das heißt, rein theoretisch kann die letzte rote Münze, die ich bisher noch nicht gefunden habe, nur in dem anderen Bereich des Levels sein. Und zwar da hinten, wo der Blockberg einmal ist. Und ja, das war's auch schon wieder. Woanders kann die rote Münze gar nicht sein. Jetzt kommt aber halt die gute Frage. Ja, die gute Frage. Wo ist die Münze? Das Ausschließverfahren haben wir ja bereits durchgezogen. Wir wissen jetzt, wo die rote Münze sein muss. Weil auf dem anderen Ort, wo ich bisher war, da ist aber nicht genug Platz für eine weitere Raummünze. Zumindest habe ich alles gesehen, wo noch eine sein hätte können. Also wo ist die letzte rote Münze? Tja, die Fragen, die sich jeder stellt und keiner beantwortet bekommt anscheinend. Denn es ändert nichts daran, dass ich hier um diesen roten Block herumlaufe, aber nicht die letzte Münze sehe, die ich brauche. Nee, ich sehe es einfach nicht. Einfach da reingehen und dann hier rüberkommen. Auch hier ist keine rote Münze zu sehen. Die einzigste rote Münze, die ich noch finden werde, ist die auf dieser Ebene da, wo ich jetzt bin, die hier hinten in der Ecke hängt. Das sind aber nur sieben. Und wo die achte rote Münze ist, weiß wiederum keine Sau. Ich habe null Ahnung, wo die letzte rote Münze in diesem Level ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wenn ich es wüsste, hätte ich sie schon geholt. Vielleicht müsste ich einfach mal jetzt hier alles genauer anschauen. Oder? Nee, so sehe ich die Münze auch nicht. Hier sind Gumbas, aber ich kann hier keine Münze erkennen, wie immer. Auch hier ist keine Münze. Das heißt, ich gehe weiter höher. Im Endeffekt komme ich hier an, aber ich sehe keine rote Münze. Ich war doch wirklich überall, wo die rote Münze sein könnte. Wo ist sie? Ich habe keine Ahnung, wo sie sein könnte. Ich habe irgendwas Wichtiges übersehen. Ich habe leider keine Ahnung was. Erzähl mir nicht, die rote Münze ist irgendwo da hinten auf diesen komischen Inseln da. Ja, das wäre doch jetzt der größte Betrug. Dass ich schon wieder auf diese mörderischen, dämlichen Inseln müsste. Ich probiere es mal. Da ich eh keine Ahnung... Ah, egal, was soll's, bin ich halt tot. Macht eigentlich nichts. Die Inseln. Checkpoint. Ne, das sind keine roten Münzen. Ich sehe es dort, oder? Ja, dort, da sind keine. Aber nach wie vor, dann bleibt die Frage, wo sind die... Wo ist die letzte rote Münze? Amen, ich bin hier gelandet. Ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Wahrscheinlich taucht sie gar nicht erst auf, weil ich in dem roten Münzmission bin und sie noch nicht da noch nicht auftauchen darf. Irgend so ein Käse wahrscheinlich im Endeffekt. Warte, ich kann da... Ach egal, was soll's.
Nee, ich habe keine Ahnung, wo diese dämliche letzte rote Münze ist. Ich schätze, ich brauche ein Video, das mir zeigt, wo diese Münze ist. Denn ich finde sie anscheinend nicht. Ich werde sie auch nicht finden. Ich war überall in diesem Level. Und ich kann nicht sagen, wo die letzte rote Münze ist. Ne, da oben ist ein Stern. Ich weiß es nicht, ich werde es auch nicht herausfinden. Insofern sehen wir uns gleich. Es geht weiter mit Mario 40 Mystery Stars. Ich habe nachgeschaut, wo die letzten Münzen sind, dieses Levels, die roten Münzen halt. Nun, ich muss sagen, was die rote Münze angeht, ich bin selbst schuld, dass ich sie nicht gefunden habe. Ich bin wirklich selbst daran schuld. Muss man schon sagen, das ist meine eigene Schuld. Ich habe es einfach nicht gesehen. Also, ja, ich hätte es genauer inspizieren sollen. Ich werde euch gleich zeigen, wo die rote Münze ist, sobald ich hier überlebend rauskomme. Erst einmal sammle ich die normalen roten Münzen ein, die ich noch holen muss. Außerdem habe ich gesehen, wo der letzte Stern des Levels versteckt ist. Oder generell, wie man halt drankommt. Und zudem werde ich auch noch was sagen, sobald ich soweit komme. Es kommt, wie schon mal in der Mine auch. Ja, doch, es ist wie in der Mine. Dieser Stern, dieser letzte Stern der Welt, gefällt mir überhaupt nicht. Und warum, werde ich dann auch später noch erzählen, warum das so ist. Erst einmal, jetzt müssen wir jetzt wieder hier lang. Und noch die paar Münzen holen, die fehlen. Wäre zum Beispiel einmal die hier. Da oben. Zum wievielten Mal hole ich die jetzt schon? Auf jeden Fall habe ich sie schon oft geholt. Jetzt geht es wieder in den rechten Bereich. Und es gab einen rechten Bereich. Wirklich noch drei rote Münzen. Rechten Bereich, linken Bereich, was auch immer. Den anderen Bereich halt. Da, wo wir halt jetzt hingehen werden. Dürftig, dankeschön. Noch eins. Höher, bitte. Dankeschön. Darüber. Oh, die Plattform. Wir haben es geschafft. Der gelbe Würfel des Todes wurde überlebt. Und wir sind hier oben. Wunderschön. Nummer 6, Nummer 7 wird so gleich ebenfalls geholt und Nummer 8 zeige ich euch dann auch noch schnell. Ja, der hält sich nicht fest, macht lieber mal einen Sprung. Ist mir auch recht, sieht auf jeden Fall schön aus. So, wo ist denn jetzt die letzte rote Münze? Hier. Man muss wirklich sagen, es ist meine eigene Schuld. Ich habe es einfach nicht gesehen. Ich habe diese Münze einfach nicht gesehen. Beim Aussteigen hätte man sie sehen können. Oh, ich habe alle roten Münzen. Wunderschön, dass der Stern. Also man muss hier wirklich sagen, es war nicht schwer zu sehen. Allein beim Aussteigen jedes Mal von diesem Ort da hoch, hätte man sie, wenn man ein bisschen gewartet hätte, sehen können. Oder generell, wenn ich hier gestanden hätte und dann so hoch springe. Oder generell, warte mal, wenn ich so hoch springe, warte mal, hätte ich sie sehen können? Gut, hätte ich mal ein bisschen gewartet, hätte ich es... Also, nee, man hätte sie definitiv sehen können. Das ist meine eigene Schuld an der Stelle wiederum. Also, ja. Rote Münzen sind nicht schwierig. Ich war einfach nur verdammt... dämlich, sag ich mal. Es war meine eigene Schuld halt, ja. Das brauche ich nicht ständig zu wiederholen, ihr wisst ja bereits. Egal, falls einer von euch dieses Spiel gerade am Durchspielen ist, 100% nicht weiß, wo die rote Münze ist, da ist sie... Wenn ihr sie nicht gefunden habt, genau wie ich, dann ihr wart zu schnell. Werdet langsamer, ihr seid zu schnell für dieses Spiel. Das Spiel kommt mit der Kamera nicht mit, um euch wichtige Dinge zu zeigen. Das ist in einer Hinsicht wiederum gut, weil das heißt, man ist schnell. Man macht was, man ist nicht ruhig, aber es ist wiederum schlecht, weil man das Zeug nicht findet, das man braucht. Und wir haben 1, 2, 3 Sterne, wunderschön. Die Folge würde ich normalerweise, was die Länge angeht, jetzt noch beenden, aber ich möchte schnell noch den letzten Stern der Welt hinterherwerfen. Insofern machen wir das schnell. Also rein. Letzte Welt, letzter Stern, auf geht's. Und Daumen. The Toad Captain's Present. Wir nehmen mal, okay, den Namen des Sterns wusste ich bisher noch nicht, aber egal. Wir nehmen mal gerade den Namen des Sterns. Das ist ziemlich klar, welcher Stern gemeint ist. Man denkt, ich weiß auch genau, wo er ist. Das ist halt, wie gesagt, eine Mario Galaxy-Anspielung. Und damit ist gemeint, dass man eben zu dem Pilz, der da oben in der Luft rumfliegt, kommen soll. Ich zeige den am besten aber mal gleich, sobald ich in der Lage bin, das zu zeigen, wenn mich nichts angreift währenddessen. Man möchte hier hin, da oben. Das hat Mario Galaxy erlebt. Wie gesagt, da gibt es in Mario Galaxy ebenfalls so einen
Toad-Raumschiff, das so aussieht wie das hier, wo man dann von einem Toad-Anführer da so ein Stern geschenkt bekommt. Die Frage ist jetzt, wie kommt man da oben hin? Eindeutig ein Warp. Wo ist der Warp? Es gibt im Spieltitel, im Sterntitel, überhaupt keinen Hinweis, wo der Stern ist. Ich zeige euch, wo er ist. Und ich würde gerne wissen, wer von euch vermutete, dass der Stern dort sein würde. Zumindest der Warp halt jetzt. Na, kann sich schon einer denken? Kann sich schon einer denken? Es gibt einen Grund, warum ich gerade ab und zu die Kamera noch drehe, um da unten hinzuschauen. So, mal gucken. Habe ich es schon erreicht? Ist es hier schon? Ja, verdammt. Ich bin zu hoch, um es zu sehen. Ich weiß nicht, wo es ist. Das ist das Problem. Wird ja immer schöner, man kann es nicht sehen. Zumindest nicht von hier oben. Wow, man kann es wirklich nicht sehen. Wunderschön. Wow. Man kann es wirklich nicht sehen. Ich springe einfach mal kurz hier runter. Ist es hier richtig? Nee, war falsch hier. Ah, da war es okay. Ihr habt die Röhre gesehen. Ihr wisst, wo es hingeht. Zumindest, okay, gut. Es geht nicht über den Warp, es geht über die Röhre dann zu dem Stern. Das ist ja unheimlich kreativ, weil da wirklich jeder Mensch drauf kommt. Ich habe im Allgemeinen nichts gegen versteckte Sterne, wenn sie doch irgendwie, ich sag mal, wenn er darauf hingewiesen wird, wo der Stern sein wird. Oder wo er ist, was auch immer, wo man halt hin muss, ja. Wenn es irgendwelche Anzeichen gibt oder offensichtliche Stellen, alles klar, habe ich nichts gegen. Das sind versteckte Sterne, kann ich mitleben. Aber in diesem Fall haben wir wieder dieses wunderbare Prinzip, der Stern ist irgendwo und nirgendwo, wo kein Mensch auf die Idee kommen würde, dass der Stern dort ist. Und man muss einfach durch Glück den finden. Ich denke, wenn man mal da hinten bei diesen gelben Dingen herunterfällt und dann aus Versehen da reinfällt, das kann passieren. Das kann ich mir vorstellen, dass man von diesen gelben Aufzügen da mal runterfällt und dann zu diesem Stern kommt, weil man halt, ja, wie gesagt, aus Versehen da hinkommt. Kann passieren. Passiert aber fast niemandem wahrscheinlich. Meiner Meinung nach ist dieser Stern einfach nur total dämlich, wie auch alle anderen Secret-Sterne dieses Spiels. Was Secret-Sterne in diesem Spiel angeht, wurde nicht gut gearbeitet, um es im Klartext auszudrücken. Sie gefallen mir keins bisschen, jedes Mal. So, Stern, hi. Hallo Mario, Captain Toad hier. Ich war auf der Suche nach einem Powerstern. Es hat mich viel gekostet, aber ich habe dann einen gefunden. Hab's geschafft, einen in meine Hand zu bekommen. Ich lasse ihn dir hier. Ich werde noch mehr suchen. Viel Glück. Ich hab's schon gesagt, ich mag diesen Stern ebenfalls nicht. Ich hätte es nie gefunden, wenn ich selbst nicht nachgeschaut hätte. Und hätte ich es nicht aus dem Video gesehen, hätte ich auch nochmal ewig lang eine Folge gemacht, um den Stern zu suchen. Aber egal, wäre jetzt geschafft. Also, nächste Folge kommt dann das finale Bosslevel, weil ich hoffe, das wird mich nochmal ein bisschen fröhlicher stimmen. Sehr wahrscheinlich würde es in diesem Bosslevel keine 6 Sterne mehr geben, weil, wie gesagt, es gibt 130 maximale Sterne. Irgendwas fehlt mir noch, aber wir werden in dieser Bosslevel sowieso für erstmal einfach nur die roten Münzen machen. Die Bosser an sich werden wir in der nächsten Folge eventuell eh noch nicht bekämpfen. Also dann, Arrivederci, bis zum nächsten Mal.